Ein reiner Vergleich von Sterblichkeitsraten, zum Beispiel an einer Behandlung zwischen Klinik A und B, könnte ganz einfach zeigen, dass an einer Klinik sterben 10% an einer Behandlung und an der anderen Klinik sterben 5%. Also ist die Klinik mit 10% Sterblichkeit die schlechtere Klinik. Das kann man so sicher nicht sagen. Denn dazu braucht man viel mehr Informationen. Dazu müsste man wissen, was für Patienten sind da behandelt worden? Wie sind die Begleiterkrankungen gewesen? Sind das viel schwerer kranke Patienten gewesen? Haben die viel fortgeschrittenere Tumorstadien gehabt? Also wenn man Sterblichkeiten vergleicht, dann geht das nicht einfach, indem man zwei Zahlen nebeneinander hinschreibt und dann sagt, das eine ist besser oder das andere ist schlechter. Das muss man sehr differenziert betrachten.